Black Mirror 2. Folge 79. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Willkommen zurück zu unserem gruseligen Point-and-Click-Adventure. Und weil ich gerade die Folgenzahl erwähnt habe, wie ich es immer am Anfang der Videos mache, mir ist da ein kleiner Lapsus widerfahren. Ein kleiner Fehler. Denn, und das habe ich erst heute bemerkt, ich habe es also in der letzten Session nicht gesehen, gehört, was auch immer, obwohl ich eigentlich immer sehr ordentlich bin und mein Zeug selber nochmal anschaue, habe es erst heute gesehen, gehört, gelesen, dass ich in der letzten Folge bereits Folge 79 sagte. Das war aber falsch, das war erst Folge 78. Die restlichen stimmten, aber die letzte war falsch nummeriert, zumindest in der Ansage. Im Thumbnail und im Titel hat man es dann gesehen. Trotzdem möchte ich mich vielleicht für die entstandene Verwirrung oder ich möchte mich für die entstandene oder vielleicht entstandene Verwirrung, so will ich sagen. Also ich will mich nicht vielleicht entschuldigen, sondern vielleicht, wenn es eine Verwirrung gab, so. Ja, möchte ich mich entschuldigen. Das war keine Absicht, aber ich habe mich irgendwie im Kopf verzählt. War ja jetzt, glaube ich, nicht schlimm. Also nochmal kurz erwähnt oder zusammengefasst. Letzte Folge 78, diese Folge 79. Nun gut. So oder so haben wir in der letzten Session einiges erlebt. Wir haben Interviews geführt mit den Bewohnern, weil wir an eine Kiste von Bates herankamen. Aber die hat ein merkwürdiges Schloss. Und wir müssen verschiedene Dinge herausfinden. Und wir haben auch schon einiges herausgefunden. Zum Beispiel bei den Nymphen. Nymphen. Diese Zahlen. 1, 19, 20. Aber was das soll, weiß ich nicht. Oder eben der Erbauer des Schlosses. Ja. Das, dessen Schwester Rose hieß. Was uns das bringt? Keine Ahnung. Wir brauchen noch Bates Vornamen. Und wir müssen wissen, wer Sir Egmont war. Sally, die Köchin, weiß überraschenderweise, wer das war. Sagt es uns aber nur, wenn wir ihr einen Gefallen tun. Sie denkt ja, dass wir Polizist sind und ihr Bruder hat wohl Probleme mit Strafzetteln und wir sollen ihr da aus der Patsche helfen. Wie das gehen soll, weiß ich noch nicht. Aber das mal als Zusammenfassung, wo wir gerade stehen. Was ich auch noch sagen kann, das ist sehr erfreulich, da möchte ich mit euch jetzt kurz hingehen. Ich habe doch noch mindestens, oder was heißt mindestens, das glaube ich wirklich nur das eine, wenn man jetzt von den neuen Kapiteln absieht. Ich habe noch ein Knipsi-Knipsi, also ein Bild übrig, ja, des aufwachenden Murrays. Und ich habe mir jetzt vor der Session die Mühe gemacht und ich gestehe, das war gar nicht ohne, ich musste zwei Rätsel neu machen und so weiter. Zwischendurch wollte ich schon aufgeben, weil ich dachte, das dauert mir zu lange, aber ich habe es geschafft, dass wir das jetzt miteinander endlich mal machen können. Denn das ist, glaube ich, hier ist das, deswegen habe ich das Aufwachen genannt, das ist das Einzige, was noch fehlt, wenn man jetzt von diesem Kapitel absieht, von diesem fünften und von dem, was noch kommt. Ich weiß nicht, ob ich beim fünften alles habe, aber ansonsten, 1 bis 4 fehlt, glaube ich, nur noch das hier. Und da gehen wir jetzt mal miteinander hin. Ich habe das Aufwachen, wie gesagt, genannt. Das hat jetzt gerade so ausgesehen, als wenn der Blitz in dem Screen jetzt voll ins Dunkel geworden ist. War lustig. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Wenn wir jetzt da in die Tür gehen, wacht Murray auf. Und wir können anscheinend knipsen. Probieren wir mal, oder? Miteinander. Ich hoffe, es klappt. Das gibt's doch nicht. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, lass mich bitte. Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Ja, danke, das kennen wir jetzt alles. Ich hoffe, das bekomme ich hin. Das ist so ein bisschen weird, weil ich konnte jetzt nichts machen gerade. Aber es hieß, der aufwachende Murray wäre ein Foto. Ich konnte jetzt gerade nichts machen. Ah, es geht doch. Man, er ist schon wach, aber es geht. Ein bisschen weird ist das schon, die Beschreibung. Aufwachender Murray, der ist schon wach. Ein sehr schönes Motiv. Aber schaut links oben, es hat funktioniert. Ja gut, ich finde die Beschreibung, wo ich das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, etwas komisch. Also ich hätte es jetzt nicht aufwachender Murray genannt, sondern eben Murray nach dem Aufwachen. Egal, es hat funktioniert. Da
Da hat sich die Arbeit, die ich mir gemacht habe, ja gelohnt. Jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Das heißt aber auch, dass wir wirklich jetzt alles haben. Also ich würde sagen, wir haben alles. Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Nur noch in diesem Kapitel hier, da bin ich mir nicht sicher, ob ich was vergessen habe. Ich hoffe es nicht. Und es kommt ja noch ein Kapitel. Ja gut, ich weiß nicht, können wir mit Bates nochmal sprechen, dass wir mal weiterkommen, wegen seinem Vornamen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht. Weil vorher ging es nicht, ich glaube es geht. Und dann schauen wir mal weiter. Es scheint zu funktionieren. Allerdings geht es jetzt mehr um die Strafzettel von Sally. Da hatte uns ja auch Lady Victoria oder Lady Eleanor, ich glaube, es war Lady Victoria, auch schon irgendwie was dazu gesagt. Wir schauen mal, was uns Bates dazu sagen kann. Können Sie mir sagen, woher Sally stammt? Ihre Familie besitzt einen Bauernhof in Sussex. Zumindest hat sie das gesagt. Zweifeln Sie daran? Nicht wirklich. Ihr Benehmen und Ihre Ausdrucksweise stammen eindeutig aus dem Stall. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Das war nicht hilfreich, weil das hatte uns Lady Victoria eben auch schon gesagt, dass sie von dem Bauernhof kommt. Was das jetzt mit den Strafzetteln zu tun hat? Das ist etwas ungünstig. Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Und seinen Vornamen finden wir so natürlich auch nicht raus. Gut, er möchte ihn aber auch nicht direkt fragen. Jetzt bin ich etwas... Ob wir Sally fragen können? Weil wir müssen ihr ja helfen. Dann muss er uns ja Infos geben. Aber ich bin mir jetzt halt auch nicht sicher. Aber er redet schon mal. Weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Oder er flunkert jetzt. Guten Tag, Sally. Hi. Die Sache mit den Strafzetteln ist erledigt. Was sagt Sir Edmund dazu? Verschaukeln Sie mich etwa? Wie alt ist mein Bruder und wo wohnt er? Die Löschung lief über das Büro in Sussex. Wie alt Ihr Bruder ist, weiß ich nicht. Ist aber auch egal für die Löschung. Dann fragen Sie Ihre Kollegen dort. Ich will sicher sein, dass Sie sich um meinen Bruder gekümmert haben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Tja, das hat nicht funktioniert. Wir waren zwar dicht dran, habe ich das Gefühl. Aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber manchmal, gerade als die zwei sich unterhalten haben, ist die Musik schon laut. Ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, mindestens einmal. Ich will das jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern, aber entschuldigt, wenn man das vielleicht nicht immer ganz so hört. Sei es jetzt die Dialoge oder mich. Egal. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Bruder? Das ist doch jetzt blöd. Wie mache ich das jetzt? Die ganzen Sachen hier ist auch merkwürdig teilweise, oder? Es war ja alles das, was wir gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon in Ruhe mir angeschaut habe. Das Foto weiß ich. Die Eselsbrücke weiß ich auch. Das war ja alles in Bates Zimmer. Aber hatte ich diese Tagebuchseite? Ich glaube ja. War das nicht das mit dem Rätsel hier? Mit den Möppels da? Ich glaube, ohne das komplette Tagebuch hilft mir diese Seite nicht mehr weiter. Weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hatten wir einen Hinweis über das Rätsel. Die Dokumente beweisen, dass Bates meiner Mom monatlich Geld überwiesen hat. Leider enthalten sie keinen Hinweis, in wessen Auftrag er das tat. Ja, das waren so wie so Überweisungsträger, das weiß ich noch. Genau. Das war die Eselsbrücke. Das sieht mir nach Eselsbrücken aus, die Bates sich aufgeschrieben hat. Er muss sich eingestanden haben, dass sein Gedächtnis hier steht. Ja, das kennen wir ja schon. Auf dem die Eldmein, die Zahl. Ich dachte, er sagt nochmal was Neues. Das kennen wir schon. Bei der Tagebuchseite, das, ich glaube, da haben wir noch nicht wirklich viel mehr dazu rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt sicher, ob das der Zettel ist mit diesem Rätsel. Ich glaube, das ist ein anderer Zettel. Der scheint aber schon gar nicht mehr in unserem Inventar zu sein. Ist gar nicht immer so einfach, wenn man eine Pause gemacht hat. Aber ich glaube, das ist nicht die Seite. Oder doch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist auch egal. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir weiterhin seinen Namen brauchen. Und weiterhin mit diesem Sussex, ob wir wohl telefonieren können. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, naja, ob wir telefonieren können. Können wir in Sussex anrufen oder so? Macht aber ja auch keinen Sinn, oder? Oder können wir die Beteiligten fragen, wie der Bruder hieß? Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe vor. Oder wie alt er war. Sie wollte ja den Beweis über das Alter. Können wir das Telefon nutzen? Oder fragen können wir jetzt nichts mehr, oder? Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht nerven. Okay.
Solange die Ladies hier ihren Tee trinken, sollte ich einen anderen Ort für mein Telefonat wählen. Ich habe mir sowas schon gedacht und habe das absichtlich jetzt hier geklickt. Das erklärt, warum es zwei Apparate gibt. Ich glaube schon, dass er jetzt in Sussex oder sowas anrufen möchte. Ich könnte es mir gut vorstellen. Es würde mich nicht wundern. Wenn er die Nummer hat. Versuchen wir es. Ja, vielleicht die Auskunft Sussex, keine Ahnung. Bauernhof, ich weiß nicht so genau. Hallo, Auskunft? Verbinden Sie mich bitte mit Rupert Wood in Sussex. Ja, ich warte. Mr. Wood? Mr. Rupert Wood? Sie haben eine Schwester namens Sally? Ja, mein Name ist Inspektor Falk. Ich rufe im Auftrag der Verkehrspolizei an. Ja, ganz ruhig. Nein, nein, hören Sie. Nein, ist sie nicht. Es geht um Ihre Strafzettel, Sir. Es scheint hier einen Formfehler zu geben. In Ihrer Akte steht, Sie wären 99. Das kann ja wohl nicht stimmen. 34. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Hören Sie, ich werde die Akte löschen, in Ordnung? Ihre Strafzettel haben sich damit erledigt. Ja. Ja. Kein Problem. Auf Wiederhören, Mr. Wood. Ein bisschen gemein ist es jetzt schon. Rupert Wood, 34, aus Sussex, glaubt nun, seine Strafzettel hätten sich in Luft aufgelöst. Hoffentlich glaubt das auch seine Schwester. Ja gut, das macht schon Sinn. Also, dass wir das Telefon nutzen müssen, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dass dann da irgendwas ist. Wie er heißt, wissen wir von ihr, Rupert Wood. Das hat sie uns gesagt, wenn ich mich nicht total irre. Naja, das mit Sussex haben wir rausgefunden und jetzt wissen wir auch sein Alter. Allerdings gemein war das jetzt schon ein bisschen, weil er denkt, es hat sich erledigt, hat es sich aber nicht. Das können wir ihr jetzt aber trotzdem sagen. Sei es drum. Alles, was hilft, um weiterzukommen. Aber klar, Rupert Wood hat sie gesagt, Sussex haben wir rausgefunden. Der Rest habt ihr gesehen. Kommen wir weiter. Guten Tag, Sally. Hi. Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? So, wo wohnt denn mein Bruder und wie alt ist er? Rupert Wood. 34, wohnhaft in Sussex, hat ab sofort keine Strafzettel mehr. Sie sind ein Schatz. Halten Sie die Klappe und sagen Sie mir endlich, wer Sir Egmont ist. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist er. Frühstücksflocken? Eggmans feinest Frühstücksflocken. Das ist Bates Lieblingsmarke. Sie sind sehr weich und leicht zu kauen. Clever. Und was hat der alte Kerl da an seiner Uniform? Ein Orden in Form eines Kreuzes. Das ist es. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Was heißt das jetzt? Oh, sie schnippelt schon wieder, ohne dass man sieht. Das heißt jetzt was? Kreuz ist ein Symbol oder was? Oder wie? Sir Eggmans Frühstücksflocken mit einem kleinen Kreuz vorne drauf. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gelesen, oder? Obwohl, das habe ich schon gelesen, doch. Das kennen wir schon. Ja. Aber hier, wie gesagt, ja. Sir Eggmans Frühstücksflocken mit einem kleinen Kreuz vorne drauf. Heißt Kreuz ist jetzt die Lösung. Also Kreuz, Rose, also Rose, Kreuz. Ja toll, das sind Nummern. Also irgendwie ist das verwirrend. Jetzt brauchen wir nur noch Bates Vorname. Wie soll ich denn das machen? Hä? Weiß es vielleicht der Gärtner? Stallwirt oder sonst irgendwas? Haben wir denn schon gefragt? Weil das ist das Einzige, was wir brauchen. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Wie soll ich denn jetzt an den Vornamen von Bates kommen? Ich muss bis zur nächsten Folge mal gucken, was mit der Tagebuchseite war. Das irritiert mich. Das ist das Einzige, was ich jetzt von der letzten Session nicht mehr auswendig weiß, was mit der war, aber vielleicht finde ich das noch raus. Weil der Zettel mit dieser Hinweisgeschichte auf das Rätsel beim Globus ist, glaube ich, nicht mehr in unserem Inventar. Das war nämlich, glaube ich, nicht das. Aber vielleicht irre ich mich. Wie komme ich jetzt an den Vornamen? Tja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vorname. Fragen kann ich nicht mehr. Wo könnte ich das mit dem Vornamen hinkriegen oder rauskriegen?
bin ich froh, dass ich alle Knipsis gefunden habe. Ansprechen kann ich ihn nicht. Vorname. Was könnte helfen? Vor allem, ich habe die Haferflocken ja sogar im Inventar. Wo kriege ich seinen Vornamen raus? Gar nicht. Vielleicht doch nochmal in seinem Zimmer schauen? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Aber es gibt ja nur noch das Schmuckkästchen und einen Ausgang. Vorname. Kann ich schon irgendwas machen? Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Nur mit Symbolen statt Zahlen. Es gibt tausende Kombinationen. Ja, das ist klar. Ich dachte, man kann schon anfangen. Also muss ich seinen Vornamen rausfinden. Hier im Zimmer kann ich den aber nicht rausfinden. Wo finde ich denn raus? Vornamen von Bates. Also, ich glaube aus dem ersten Teil zu wissen, dass er, glaube ich, Mortimer Bates hieß. Aber ich mag mich irren. Vielleicht verwechsel ich das. Das mit dem Gemälde irritiert mich auch. Warum geht es auch immer noch? Hier steht nichts von seinem Vornamen wegen Überweisungen oder so. Bin nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Hier lässt sich nicht mehr viel machen, wobei man immer noch... Das kann ablenkend sein, aber... Wie finde ich jetzt seinen Vornamen raus? Bates. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt ein neues Inventarteil, außer die Haferflocken. Was hat es dann... Das ist ja keine Kausalitätskette, die mich jetzt auf seinen Vornamen bringt. Ich glaube auch nicht, dass ich jemanden auf die Flocken ansprechen kann. Wie kriege ich den Vornamen von Bates raus? Gar nicht. Puh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gönne ihm ein paar Minuten. Das ist echt fies. Warum kann ich das eigentlich immer noch anklicken? Geht das irgendwann mal weg, das Tischlein, oder? Die Anklickbarkeit. Alles bereit für die Tea-Time. Ja, das sagst du jedes Mal, wenn ich lade, gefühlt. Im Stammbaum sehe ich ja auch nichts von Bates, oder? Wie komme ich an den seinen blöden Vornamen? Das ist aber... Ich glaube, da kann man schon gar nichts mehr anklicken, oder doch? Wenn der Erbauer ist, klar. Der Name der ältesten Schwester vom alten Frederick. Ja, das weiß ich ja. Das bringt... Also es wäre auch kein... Wie soll man sagen? Ja, keine Logik dahinter, wenn an einer Stelle zwei der Rätsel gelöst werden würden. Das macht keinen Sinn. Wie komme ich an den seinen Vornamen? Er wird doch sowas wie einen Ausweis oder sowas haben, oder? Keine Ahnung. Aber, Was kombinieren? Warum will er denn nicht in die Dokumente nochmal reinschauen wegen dem Vornamen? Da könnte doch was drinstehen. Die Dokumente beweisen, dass Bates meiner Mom... Ja, toll. Vor allem, ihr habt noch so viel Zeug. Die Nachricht von Angelina... Das Gedicht, das ist ja alles schon durch. Warum man das nicht wegnimmt, aber das andere weggenommen hat? Ja, toll. Großes Kino. Hier ist halt auch nichts mehr. Oder doch nochmal beim Schlosstor schauen. Vielleicht ist jetzt ja was im Briefkasten. Und dann so ein Brief oder so. Adressiert an Mortimer Bates oder so, oder? Wobei, Mortimer, war das, weil ich die ganze Zeit den Namen Mortimer im Kopf habe. Ich glaube, Mortimer Gordon gab's doch, gell? Und Mordred Gordon. Oder? Nee. Es war Marcus und Mordred. Marcus und Mordred war das.
Mortimer, das ist... Aber das ist so ein typischer Butler-Name, Mortimer, oder? Na egal. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal die Folge durch. Ich probiere das in der nächsten Folge mit dem Briefkasten. Vielleicht finden wir da den Vornamen. Ansonsten muss ich weiterschauen. Und ja, es kommen auf jeden Fall jetzt noch 3 Folgen. Und bei der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.